Wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen auf mein neues Video. Heute machen wir ein Teil 2 Cola-Dosen Lifehacks und lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und wir starten. Okay. Ups, ich habe ein bisschen, denke ich, vorgespult. Sorry. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass gestern kein Video rausgekommen war, weil ich habe eigentlich ein Video produziert und dann ist einfach von alleine gelöscht. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr nächstes haben möchtet. Fortnite-Video oder Papelchi-Video? Schreibt es gerne in die Kommentare. Okay, jetzt. Mit einem Dosenöffner die Cola-Dose geöffnet. Okay, das jetzt alles wieder reinquetschen. Okay. Öl. Öl reintun. Anzünden. Und dann? Boah, das wird voll schwarz, das ist verkohlt. Ah, das soll, denke ich, eine Heizung sein. Oder? Ja, eine Wärmeheizung. Guter Lifehack, wenn man keine Heizung gerade. Also wenn man neu, ja okay, auch ein Grill. Wenn man keine eine Wohnung hat und keine Heizung, dann macht man sich das. Okay. Ah, ich weiß schon, was er macht. Beim letzten Video. Bei Teil 1, wer da dabei war, der weiß auch, was er gerade jetzt macht. Boah, die Sonne blendet voll. Okay. Ja, okay, ich weiß schon, was das ist. Ja. Ein Cola-Dosen-Feuerzeug. Mit einem Dosenöffner aufmachen. Fertig. Reis reintun. Bis oben hin. Okay, und dann? Messer. Okay. Das habe ich irgendwie gar nicht mal verstanden. Soll das Dekoration sein oder Messerhalter? I don't know.
Okay, in die Mitte. Ding. Okay, Leute, los geht's wieder weiter. Achso, ein Lautsprecher oder sowas. Ja, ein Lautsprecher. Der sollte das Ton ein bisschen lauter machen, oder? Kann man machen. Die Mitte. Hier sollte es ein Möppchen werden. Bäh. Das will echt ein Möppchen werden. Ich hab grad nur geraten. Bäh. Okay, Leute, das war eine kurze Werbung. Und ja, let's go. Das war ein Möppchen. Nice. Hä? Als ob es sowas echt gibt. Habt ihr schon mal eine Cola-Dose gesehen ohne so diese Deckel oder wie das heißt? Ah ja. Kann das auch so öffnen. Naja, wenn es bei mir so wäre, hätte ich eine Gabel genommen und reingestochen einfach. Aber so kann man sie ja auch machen. Ein Fidget Spinner oder sowas. Das sollte so ein Spinner sein. Kann man machen. Wenn man zum Beispiel in der Schule ist und man hat Pause. Und ja, kann man so auf dem Boden mit seinen Freunden machen. Wer das erste Fidget Spinner aufhört zu drehen, hat verloren. Schon eine coole Idee. Als ob das alles reingepasst hätte. Bäh. Okay, Leute, wir machen jetzt nur noch zwei Lifehacks. Und vielleicht mache heute noch einen Fortnite-Livestream. Vielleicht so, ich weiß nicht, ich starte einfach deinen Fortnite-Livestream. Und ja. Eine Dose.
Das ist noch nicht zu Ende. Ah, jetzt macht er über Löcher rein. Ja, okay, ich weiß schon, was es ist. Ein Flammenwerfer. Oder sowas ähnliches. Einmal in die Mitte. Hä? Eine Spritze. Mit Flüssigkeit. Mit einer Flüssigkeit. War das Benzin oder sowas? Oder Gas. Vielleicht wird das erhitzt und dann. Ja, das ist Gas, das ist Gas. Ein Gasbrenner. Loch. Slimy. Das heißt, wieder ein Prank werden, wie beim letzten Teil 2. Teil 1. Das ist ja Teil 2. Ja, das soll so wie letztes Mal beim Teil 1 sein. Auch ein Prank. Kleiner Bruder ist da. Den ganzen Slime diesmal rein. Bum, bum. Ja, okay, diesen Lifehack haben wir schon geguckt. Prank-Lifehack, ja. Okay, das spul mal weiter, weil das denke ich, ja. Spul mal weiter. Okay. Okay, eine von vorne dieser Bohrmaschine. Diese Bohrmaschine. Akkuschrauber von diesem Akkuschrauber. Hä? Er schleift es, ach so. Er schleift das Rote weg. Okay. Ein Cuttermesser durch. Okay, das würde mal sagen, das ist nichts für unter 18-Jährige. Deswegen war das ein Satz für X. Und deswegen beende ich dieses Video. Und schreibt mal in die Kommentare, was ich nächstes Reaction könnte auf. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und heute kommt vielleicht ein Livestream über Fortnite. Also ein Fortnite-Livestream. Und Peace out.